Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Purpur. Beim letzten Mal sind wir in den Schlund von Paldea gereist und da befinden wir uns immer noch. Ich habe meine Pokémons mal an der Bettstation da mal hochgeheilt. Ne, Mila ist einfach glücklich. Sie ist verwirrt. Und er ist sauer. Okay, ich kann mich zwischen den Observationsstationen tatsächlich hin und her teleportieren. Wahrscheinlich, damit man auch wieder zurückkommt. Ich würde einfach sagen, immer weiter nach unten. Das ist die richtige Richtung. Sandwich, oh. Das wäre jetzt richtig nice. Ich sehe was gelb leuchten. Ein Aeroass. Guck mal, hier läuft auch ein Aquana rum. Geht's in der Richtung weiter? Das Pokémon meinte ich übrigens beim Arena. Ach, beim Arena, beim Champkampf. Dass es mich an das erinnert hat. Das ist die nächste Station. Wir sind auf dem richtigen Weg. Ich gehe die Wette ein, dass Pepper den nächsten Kampf mit uns bestreitet. Dass die sich abwechseln. Ach, guck mal, hier ist auch mal die Entwicklung von Girafarig. Es ist jetzt nicht so, dass ich die Pokémon hier nicht wertschätze, ne, aber... Ich würde Ewigkeiten brauchen, wenn ich jedes Pokémon bekämpfe hier. Wir werden noch 100 Pro angegriffen. Die Frage wäre beantwortet. Wir haben es schon einmal besiegt, wir schaffen es auch ein zweites Mal. Aber hoffentlich wird Mastifiose nicht dabei verletzt. Einmal hat gereicht. Ja.
Das Pokémon war nicht mal ansatzweise so stark wie das Herrscher. Das Herrscher-Pokémon war heftiger. Das ist eine sehr gute Frage eigentlich. Observationsstation Nummer 3. Das könnte gut möglich sein. Okay. Es gibt noch eins. Klingt eher nicht so. Ja, ich drück schon Knöpfchen. Knöpfchen drücken macht mir Spaß. Habt ihr irgendwas zu sagen? Scheinbar nicht. Das schon, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das andere wahrscheinlich nicht friedlich sein wird. Wahrscheinlich werde ich das sogar fangen müssen. Ich gehe jede Wette da runter. Ach, alles gut.
Das Metallvieh, das will ich jetzt fangen. Wenn ich darf. Dieses Eisenbündel. Ich darf. Ich probiere erstmal einen Flottball. Hätte ja klappen können. Ein Zukunfts-Pokémon in meinen Reihen? Das klingt doch nice. Womit bringe ich nicht sofort um? Mit Eishapfagel und mit Wogentanz beispielsweise. Die Wand da hinter mir ein Strichcode gewesen? Die Kameraperspektive hier ist immer richtig geil. Wenn ich noch einmal das Bogen ein Teil machen könnte, wäre es geil. Dann kann ich es definitiv fangen. Aber ich muss bei London wiederbeleben. Eisenbünde, dich fange ich. So, Hyperball, los! Ach komm! Kannst du mal aufhören mit dieser Rollwende? Ach verdammt, der Beulenhelm hat's umgebracht! Ich wollte es doch fangen. Ich krieg einen zweiten Versuch. Ja. Oh, es hat ein paar Versuche gedauert. Und Lucario wurde eingefroren. Eisenbinde, das Paradox-Pokémon. Es ähnelt einem rätselhaften Objekt, von dem in einer alten Schrift die Rede ist. Bisher wurde dieses Pokémon erst zweimal gesichtet. Kann es sein, dass da hinten so eine Liste ist für die Zukunfts-Pokémon? Wenn ja, dann finden wir hier noch ein paar. Oh, guck mal, hier laufen ja jetzt richtig viele von diesen Bündeln rum. Da unten sehe ich die letzte Station. Ist gut möglich. Jetzt, wo sie es sagt. Es erinnert schon an die Terra-Kristalle. Am meisten freue ich mich aber auf diese Zukunfts-Pokémon. Es wird nicht das letzte sein, das wir gesehen haben.
Ich glaube nicht. Ne, Mila. Das war jetzt aber taktlos. Wo komme ich runter? Also interessant, dass später die Pokémon alle zum Metall werden. Klingt fast wie eine dieser Verschwörungstheorien. Vielleicht komme ich ja hier nach unten. Ich verwundere es gar nicht, dass wir da hinten einen Terra-Ausbruch gefunden haben. Das verwundert mich echt gar nicht. Vielleicht war es das andere Miraidon, was Mastiffio so verletzt hat. Das wäre doch sehr gut möglich. Ich habe bisher kein anderes Zukunfts-Pokémon gesehen. Hier kann ich einfach reinspazieren. Hier sind Kristalle drin. Okay, das ist jetzt gruselig. Vielleicht war es eins dieser Zukunfts-Pokémon, das uns reinlegen will. Ich glaube auch nicht, dass es nun ein Verbindungsproblem war. Irgendwas erwartet uns da unten. Ach verdammt, jetzt habe ich es verpennt, mit denen zu reden. Okay, überhaupt nicht beunruhigend. Das da muss das Labor sein. Aber hier komme ich nicht darunter.
kriege hier auf jeden Fall Terra-Stücke. Was natürlich auch Sinn ergibt. Ja, bedenkt, wo wir hier sind. Das ist ein sehr interessanter Ort. Ist da auch noch ein Gebäude? Nee. Bisher habe ich keinen Zukunfts-Pokémon außer Zukunfts-Botoge hier gesehen. Natürlich können wir auch noch Zukunfts-Donphan mit anrechnen, ne? Ich würde sagen, an dem Stein da vorne speichere ich einmal ganz kurz. So, hier speichere ich einmal kurz. Sollte ich das Pokémon, was auch immer jetzt auf mich zukommt, aus Versehen umnieten, dann merkt ihr es. Dann starte ich schnell neu. Ist soweit. Rein da. Gefährliche Pokémon. Okay, Leute, ich wäre dafür, diesen Knopf tatsächlich erst beim nächsten Mal zu drücken. Wir haben ja Zone 0 jetzt schon sehr gut erkundet. Aber was auch immer hinter dieser Tür auf uns wartet, das sehen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!